So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Wir haben letztes Mal hier hingeschaut und gemerkt, ah, hier sind Zwerge und so, aber auch sehr starke Gegner, darum sind wir da dann doch nicht weitergegangen. Und vor allem wollte ich eigentlich zu den Orks und die sind augenscheinlich da unten. Ich hatte das ein bisschen verdreht. Gut. Außerdem sammeln wir hier gerade so ein bisschen diese Artefakte ein und alles, aber so. You discover the ruins of an ancient human cemetery, one where burial was clearly custom. There are gravestones with faded markings and even some large stone crypts. Have a closer look. As you enter the burial grounds, you feel the earth shift and notice bony hands coming out of the ground. Nature, these unliving defy the law of nature. Find a way to destroy them. This unliving abomination mocks the laws of nature. You should try to relieve the eternal suffering. Hier gibt es diese Sache. It may go against the laws of nature's domain, but bind the skeletons to your own service. Nein! Bones are laid to the final rest. So, einmal hier hin. Dann sammeln wir in zwei Runden, verdammt, die sind richtig schnell inzwischen darin, dieses Ding ein. Oh, Toughness wird sofort genommen für unseren Krieger. Gehen wir kurz hier hin. Wir würden gerne handeln. Und mal schauen, was sie so haben. Und selbst wenn es nur Kräuter und sowas sind, Kräuter sind erstmal unfassbar leicht. Und zum Beispiel Elfenholz ist verhältnismäßig teuer. Das heißt, wenn ich das für Billigzeug wie einfache Knochen und sowas bekomme. Oder einfachen Bernstein und vor allem Sandstein und so ein Kram. Mache ich auf jeden Fall ein gutes Minus an Gewicht und das ist ja ganz wichtig, weil wir sonst die ganze Zeit überladen sind. So. Und Kräuter können wir halt verarbeiten, was auch eine sehr praktische Sache ist. Und hier die sonstigen Sachen sind jetzt nicht so interessant für uns. Und wie wir sehen, wieder ein gutes kleines Minus in Gewicht gemacht. Wir sind nicht mehr überladen. Ach, wieder die Sache mit einem Burial Ground. Ach, das gleiche wie eben. Angriff. Kaputt. The bones are laid to their final rest. Leave. Und zack, sind wir wieder überladen. Die Dinger braucht kein Schwein hier. Lightbringer Spawn werden noch platt machen und den Demon's Circle. Und wir sammeln natürlich etwas Gemüse. Warum auch nicht? So, wir kümmern uns zuerst um die Lichtbringer. So, hau mal kaputt. You destroy the Lightbringers and the nest burns as if the light will not allow you a full victory. Kriegen auf jeden Fall eine ganze Menge Kram. Kann man machen. Demon's Circle. You find a demon nest, which in itself is an oddity. Clearly something drives the demons to congregate here and roam the territory. Ask them why they are acting like this. This is not common it is not common for demons to behave like common beasts. They do not answer as if enthralled by some spell, but your words give them pause and they abandon this nest in silence. Monster Jewelry. Oh, das ist nett. Das Soul-Tier Jewelry. Das kriegt jemand. Wer hat denn zum Beispiel guten Wert in Destiny, aber der hat selbst Soul-Tear. Dem das Ding zu geben, ergibt nicht viel Sinn. 8 Destiny. 3, 8, 15. Hat aber bereits was Entsprechendes. 5, 11 hat aber was Entsprechendes. 2, Zweifel ist es mit 8 gar nicht mal schlecht. So. Dann nochmal kurz hierhin und handeln. Wie wir sehen, es sind neue Sachen dazugekommen. Im Zweifel nehmen wir einfach nur Nahrung, weil die braucht sich mit der Zeit auf. Denn wir haben ja wieder schon eine ganze Menge an Scheiß bekommen. Einfach dadurch, dass wir diese Viecher angegriffen haben. Und wieder Bernstein, so.
So, leave. Wir wollen bis da unten zu der anderen Sache hin, zur anderen Siedlung. So, ich könnte eigentlich auch mal diese ganzen Sachen erforschen, aber das bringt jetzt gerade auch nicht so extrem viel. Oh, completely self-pill. Ich finde dieses Ding so genial. Hier können wir den Ork verbessern. Das heißt, jetzt momentan sind wir von 115% mehr Stärke auf 120% mehr Stärke. Ja gut. Warum nicht? Ach ja, und hier haben wir die Sache mit dem Zwerg und seinen Töchtern noch gar nicht gemacht. Wir müssen viel aufräumen. Sehr viel aufräumen. Und wir können jetzt auch wieder ein bisschen kochen. 43 Gemüse zum Beispiel können wir ein bisschen was mit kochen. Zum Beispiel hier das. Das lohnt sich. Ich glaube, wir werden angegriffen. Von Vögeln. Royal Crow, was haben wir da eigentlich? Royal Crows owe their names to their superior stature and elegant demeanor. Some say they were once the chosen messengers of royalty. Die haben dieses Byte-Symbol ja von der Weile überarbeitet. Ich finde das etwas... Was haben wir da? Destructive word. So would poison anyone who hears them. Und die normalen Giant Crows. Seen as heralds of wisdom, but also twisted by darkness. Giant Crows can be a real menace. Sehe ich ein bisschen anders. Be the monologue of great importance, bla bla. Wir haben jetzt wieder die Lightbringers. Was haben wir da? Enlightened human. Light-taken humans are alive and able, but only act in clusters. Und Sviatelko war a seemingly pretty light demon, but used by Lightbringers to scout for victims. Kein Problem, kaputt gehauen. Wir kriegen zu viel Scheiße und sind ständig überladen. Sagt er und... Oh, das ist eine 6er-Schwierigkeit. Da weiß ich nicht, ob wir das so gut hinkriegen. Ich glaube, ich probiere es. Resolve manually vielleicht? Ich glaube, ich probiere es mal so. Und ansonsten zur Not gibt es andere Möglichkeiten. So, was haben wir hier? Ice Spike ist mit 28 Schaden schon ziemlich gut. Ernsthaft, die Viecher buffen sich und der hat sowohl First Strike als auch Gift, als auch so ein Rundum-Ding. Nicht ohne. Dann würde ich sagen, setze ich mal einen hier hin. Und wir können natürlich auch immer mal einen Krieger oder einen Ork gebrauchen. Der ist mit Line Charge gerade deutlich besser als mit Weapon Attack. Aber er hier zum Beispiel ist mit Weapon Attack gerade am besten. Setzen wir ihn mal hier hin. Ich glaube, das geht tatsächlich echt nicht so gut aus. Boah. Okay, hier kommt der mit Line Charge hin. So. Ansonsten haben wir noch jemanden mit viel Physical Shielding. Nee, aber hält ein bisschen was aus dafür, dass das ein Flugdämon ist. Versuch ist es wert. Boah, dass die sich alle gegenseitig buffen, ist so übel. Was kann er hier machen? Inspire. Decreases Delay of Selected Ally and increases their Combat Attributes. Ist hier vielleicht gar nicht mal schlecht. Und hier hätten wir ansonsten noch Shields Up, was auch für Ork und Krieger eventuell gut ist. Obwohl ich glaube, für den Ork noch am besten. So.
Viecher kriegen auch immer krassere Stats, das ist nicht gut. Immerhin habe ich die gut angeordnet, sodass nicht ganz so viel Kram durchkommt. So, was haben wir jetzt? Der Kerl macht 18 Schaden, glaube ich. Es gibt nur dieses eine mögliche Ziel. Okay, warum suche ich da überhaupt was aus? So. Oh, diese Spinne ist aber echt übel, dass die dann gezielt den angreifen kann. Ah, jetzt kann ich was aussuchen. Da würde ich sagen, die Spinne muss möglichst schnell dran glauben, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Hm. Nee, ich glaube, da muss ich tatsächlich neu starten. Ja, der haut jetzt den platt, das ist ganz gut. Ja, das Problem ist, dass der jetzt, dass der Heiler so viel Schaden genommen hat. Der Rest, hm? So, das Viech muss weg. So, jetzt haben wir noch ein paar weitere Charaktere. Da haben wir zum Beispiel ihn hier. Der hat Strength of the Swarm und Sacrificial Blood. Ich glaube, ich benutze das tatsächlich. Hä? Ach, das kann ich nur, wenn ein Gegner da ist, so wie es aussieht. Und den so aufs Feld bringen, bringt gerade wenig. Aber ich könnte einen Bär hinsetzen, aber naja. Jetzt haben wir zum Beispiel immer noch einen Jäger, der ein bisschen was ausrichten kann. Wir haben einen Serker, der inspirieren kann. Ich setze erstmal den Jäger. Okay. Das bietet sich jetzt gerade an. Und ich würde auch gerne versuchen, den zu inspirieren. In der Hoffnung, dass er schneller drankommt. Ah, immerhin schneller als einer von den beiden. Ach, und jetzt kriegen sie sogar noch eine Schwächung ab. Es hat nichts gebracht. Dann. Und das Problem ist, die haben beide nicht mehr allzu viel Schild. Das heißt, ich muss den... Der hat zum Beispiel Shields ab 6, 7 hierhin. Wie viel Schaden kann der anrichten mit dieser Sache? 18 True Damage. Wenn ich das zweimal mache, ist der hier raus. Aber der macht nicht so viel. So, ich hätte noch hier was. Gut. Da hätte ich dann doch nochmal was gegen. Und ich glaube, das hier bietet sich durchaus an. Und ich benutze einmal das Sacrificial Blood. Und zwar hierhin.
So. Einmal platt. Oh, nicht platt. Aber das können wir ändern. Obwohl. Nee, geht in der nächsten Runde sowieso drauf, wenn der dran war. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich eher auf so jemanden hier schießen. Nein! Mist, der Krieger ist doch vorher draufgegangen. Kacke. Oh, das ist eine echt üble Nummer hier gerade. So. Oh ne, das passt sehr gut. Zack. Der greift nämlich ihn an, genau. Und die anderen können jetzt ihn behaken nochmal. Oder er kann ihn behaken. Meine Nerven. So, Oma, du musst jetzt auch mal ran. Ach, da hätte ich den Bären hinsetzen können, ich Idiot. Passt trotzdem. Och, da gibt's noch welche von. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist verdammt problematisch. Wie mache ich das denn jetzt? Ach, klar, ich kann auch ihn hier setzen. Der kann auch noch einiges ausrichten. Aber ihn kann ich zum Beispiel nicht mehr setzen. Der stirbt sofort. Zur Not inspiriere ich die Oma. Kacke, kacke, kacke. Dann setze ich den jetzt eben ein zweites Mal hin. So. Und hier könnte ich Shields abmachen. Ah, ich kann noch eine Spinne setzen. Die macht zwar nicht so viel, aber ist immerhin ein Ziel. Ich weiß nicht, die macht 50% mehr Schaden. Wird das dann auf 2 aufgerundet? Ich hoffe mal. Nein. Leider nicht. Boah, das ist zu viel Schaden einfach von den Viechern. Und die schießen natürlich jetzt auch alle auf den verdammten Jäger. So, erstmal auf den, der zweimal da ist. Ganz klar wieder auf den. Denn einer, denn zwei Gegner weniger sind zwei Gegner weniger. So. So gezielt angreifen ist echt richtig übel. Komm, im Zweifel. Es bringt, macht jetzt zwar keinen Unterschied, weil der macht jetzt den Jäger platt. Oh, es sind einfach so verkackt viele. Der ist schneller. Den kann ich auf jeden Fall vorher hinsetzen. Und zur Not setze ich auch nochmal die hin.
Die Spinne ist vorher dran. Okay, da müssen wir was gegen tun. Das hat schon mal geklappt. Und Schilde. Das sind mir entschieden zu viele. Ich weiß echt nicht, wie ich das schaffen soll. Am ehesten wahrscheinlich gar nicht. Hiermit kann ich höchstens ein bisschen was wegtanken. Bringt aber im Endeffekt auch nichts. Und der trifft, wird auch einmal getroffen und ist hin. Komm. Ich hätte das nicht machen dürfen. Aber die Spinne kann den hier erledigen. Puh, das hat gut geklappt. Das lief jetzt eigentlich schon zu gut. Ich würde das Ziel hier nehmen. Kriege ich dadurch mehr Schaden? Und der Rest kriegt ja auch noch gut Splash Damage von Oma. So, die Spinne ist hin. Wir haben es geschafft. Ich glaube, es, wenn wir Glück haben, stirbt keiner. Aber das Problem ist, wenn einer stirbt, ist es der Heiler. Es sind immer noch welche da. Ihr wollt mich doch. Okay, okay. Ich sehe, wie es ist. Im Zweifel muss der wahrscheinlich auch einfach noch mal ran. Genauso wie der. Gut, dass das nichts bringt, weil die hier zuerst einfach beide platt haut. Komm. Machen wir mal das, vielleicht bringt es irgendwas. Ja, und jetzt, jetzt haut Oma die letzte platt. Das, hoffe ich, war jetzt wirklich das letzte Viech. Verdammt, waren das viele. Das heißt, der ist auf minus 1. Das wird er wahrscheinlich überstehen. Der ist auch auf minus 1. Der ist auf minus 9. Bitte sag mir das keiner. Okay, bisher ist keiner draufgegangen. Vielleicht haben wir Glück. Okay, das ist eine Sache, die hat. Es ist bisher keiner gestorben. As you fall asleep at your campsite, your dreams become heavy and unsettling. As you toss and turn, you feel more and more unsettled. As your deepest, darkest fears become real, totally trapped within the nightmare. Try to wake up. Hat geklappt. You slowly wake up and in the state of half waking you see mares sitting on your chest, siphoning your spirits. As soon as you regain full consciousness, the demons are gone, and, but you still feel a deep chill run down your spines. Get it together and move on. Alle leben noch. Alle leben noch. Craftsman passt hier besser. Wisdom ist super. Mal kurz schauen, wie gut sind die generell noch. Der ist noch bei minus 3.
Dem Rest geht es schon wieder verhältnismäßig gut, aber vielleicht können wir... Na, wir schaffen es nicht bis zu den Slawen. The day is clear. Ja, leave it be. Jetzt keine Risiken eingehen. Leute, Wunden heilen, Physical Wounds. Da haben wir auch wieder genug Scheiß, den wir euch dafür anbieten können. Ember beispielsweise. Hat man nicht auch normale Knochen? Nee. Weißt du was, dann kann ich auch einfach direkt sagen, ich nehme eine der schlechten Waffen, die wir hier haben. Ach ja, und das sollte ich mal schauen, ob wir das irgendwem geben können. So, alle am Leben. Schwein gehabt. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einen Schnitt und beende erstmal die Aufnahme. Das war heftig. Glück gehabt. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Cheerio!